Hallo und herzlich willkommen zu unserer Koch-Challenge. Das ist Tanja, ich bin Fabienne und wir werden uns jetzt gegenseitig Rezepte vorlesen, beziehungsweise die Zutaten von diesen Rezepten. Und die andere Person wird dabei laute Musik hören, sprich sie wird das Gesagte nicht verstehen. Aber kann natürlich erahnen, was für Zutaten das sind anhand von den Lippen. Also wir hoffen das. Das ist die Hoffnung, genau. Und dann werden wir uns gleich mit dem, was wir verstanden haben, aufmachen und das kaufen und dann versuchen, da was Leckeres draus zu zaubern. Und ja. Okay, einmal Nudeln. Nochmal. Pilze. Ich hab Besen verstanden. Das ist keine Zutat. Ich sag's nochmal. Pilze. Ich hab noch ein anderes Wort. Champignons. Champignons! Ich sag nicht. Soll ich jetzt nicken? Warte. Okay. Frühlingszwiebeln. Kurze Form. Zwiebeln. Es hätte auch Fußcreme sein können. Dann schreibt das auf. Nein, schreibt das nicht auf. Okay, mach einfach mal weiter. Sonnen, Blumen, Öl. Okay, Schlagzahle. Kirschtomaten. Zitrone? Kirschtomaten. Röstentomaten? Creme fraiche. Okay, also Nudeln, Schlagsahne und Creme fraiche, warum auch immer. Champignons, Röstentomaten und irgendwas mit F und irgendwas mit M habe ich spekuliert. Da kannst du jetzt noch irgendwas aus den Fingern sagen. Okay. ja, das macht mir ein bisschen Angst. Okay. Es geht los. Mehl. Mehl. Milch. Ich gebe dir noch eine Chance. Mehl. Mehl. Aha. Zucker. Nudeln. Zucker. Nutella. Creme. Fresh. Ah, Creme Fresh! Schinken. Schinken? Hörst du mich? Hä? Hörst du? Nee, aber ich hör's. Schinkenwürfel. Und das mit N? O. Ö. Zwiebel. Ich habe einmal die Nudeln, Champignons, Röstentomaten, ganz wichtig, Creme Fraiche, Schlagsahne und das mysteriöse F habe ich mal in Frischkäse umgewandelt. Wir könnten auch Mohnpudding machen, aber ich glaube, das ist mir zu risky. Die Nudeln dann fertig werden. Deswegen kochen die Nudeln ganz normal und machen dann eine Tomatenpilz-Creme-Frisch-Schlagsahne-Frischkäse-Soße. Mhm.
Okay. Ja, also für mich ist der Schinken, Zucker und Zimt, hier jetzt gleich zusammengemischt in Zimtzucker, das Mehl, einmal Creme Fraiche und das Öl. Ja, ich habe ja jetzt nicht so viele Zutaten, aber ich dachte mir, ich mache ein bisschen Pfannkuchen-mäßig. Also ich nehme einfach mal Wasser dazu, das ist okay. Ich mache aus dem Mehl und aus dem Öl mache ich ein bisschen, und aus dem Zimtzucker mache ich einen Teig. Und da kommt dann angebratener Schinken rein mit ein bisschen gewürzter Creme. Neben mir. Das ist natürlich die Frage, hast du dir das überhaupt so vorgestellt? Also es war schon recht ähnlich. Also es sollten eigentlich noch Frühlingszwiebeln dabei sein und ich überlege gerade. Also es ging schon in die Richtung. Immerhin Nudeln. Es war eine Nudelpilzpfanne angedacht. Okay, daraus wurde jetzt eine Suppe, aber wir kosten es mal. Ja. Naja, also cremig auf jeden Fall, aber ich glaube, sie konnte auch fast gar nicht anders. Ich finde, den Umständen entsprechend kriegst du einen Daumen hoch. Oh, danke ja. Schön. Weil das hätte ich mir auch so kochen können. So, also mit Rezept. Ja, Ich probiere einfach mal. Probier einfach mal. Es sollte eigentlich ein Flammkuchen werden, ne? Ja, also es sollte nicht in der Pfanne gemacht werden, sondern es hätte ein Ofenteig werden sollen. Naja. Aber dafür ist es schon mal interessant, das fand ich das anscheinend. Ne? Ja. Ja. Was gut schmeckt, ist der Schinken und das Fett. In Kombination. Was so ein bisschen stört, ist die Konsistenz von diesem Pfannkuchen. Und das ab und an mal dieser Zimtgeschmack so. Hallo, da bin ich. Mhm. Aber es geht. Also. Es ist nichts, was ich Gästen und Gästinnen anbieten würde, aber. Ja. Also ich würde auch sagen, es ist kein Daumen hoch, aber es ist auch kein kompletter Fail, deswegen so. Oh, damit kann ich leben. Also wir haben jetzt aufgegessen. Gegessen. Dann wir semi aufgegessen. Bisschen was ist noch da. Aber der Schinken ist weg. Der war super. Ja. Der Rest. Also, Fazit der Challenge. Es hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Ich dachte eigentlich, ist ein bisschen riskant, dass ich nichts zu Mittag gegessen habe davor. aber nee, also ich muss sagen, deine Nudeln fand ich gut. Mhm. Da soll ich auch einen Daumen hoch gegeben. Die habe ich gerne gegessen. Meins war jetzt ein bisschen schwierig. Also ich finde auch am Anfang dachte ich echt so, dass noch was wird heute, aber dafür sind die Ergebnisse echt okay. Ja. Ja. Voll. Deshalb würde ich sagen, Challenge haben wir gut gemeistert. Auf jeden Fall. Mit einem erhobenen Daumen und einem seitlichen Daumen. Aber wir geben hoch. Genau, deshalb sagen wir, bis zur nächsten Challenge. Wir sind gespannt, was Jana und Jakob so. Oh ja, da bin ich auch sehr gespannt. Deshalb, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bedingung. Tschüss.